Hallo, liebe Fische, herzlich willkommen zu eurem allgemeinen Reading über den Juli 2023. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr erfreut euch bester Gesundheit. Eine kurze Info vorweg, liebe Fische, ich werde Mitte Juli unterwegs sein von meiner Arbeit her und werde es deswegen auch nicht schaffen, ein mitmonatiges Reading für den Juli auszuführen, abzuhalten und hochzuladen. Das ist hoffentlich verständlich natürlich. Ich werde versuchen, ein August-Reading natürlich noch zeitlich hinzukriegen. Das müsste dann der 28. Juli sein, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Da bin ich dann schon wieder eine Woche zu Hause und das sollte ich dann auch pünktlich schaffen. Ein mitmonatiges Juli-Reading wird es aber leider dann diesen Monat nicht geben. Nach wie vor natürlich auch der Hinweis auf die Infobox, wo ihr so ziemlich alles findet, was euch interessieren könnte. Nicht nur das weiterführende Reading hierüber, sondern ne, die Karten, Social Media Links, Infovideos etc. Schaut dort gerne rein, wenn es euch interessiert. Ansonsten schauen wir jetzt natürlich, was die Karten für euren Juli sprechen. Liebes Schicksal, bitte gib mir Einsicht in den Juli 2023, meiner Fische. Das ist mit dem Strom. Mit dem Strom ist eure Hauptenergie für diese Zeitspanne. Und liebe Fische, bei mit dem Strom geht es häufig um das Anpassen oder die Anpassungsfähigkeit. Mit einer Angewohnheit, mit einer Situation, mit einem Umstand oder einem Ereignis zurechtzukommen, unabhängig davon, wie man im ersten Moment darauf oder dagegenüber eingestellt ist. Mit dem Strom zu fließen, mit dem Strom zu schwimmen, kann man sagen, mit dem Strom zu laufen, kann man auch sagen. Diese Anpassungsfähigkeit, die scheint hier in einem ganz bestimmten Belangen von euch benötigt zu sein. Vielleicht noch nicht ganz ohne Probleme, ohne Hürden und Barrikaden durchführbar zu sein. Man hat hier etwas ganz Bestimmtes vor, möglicherweise. Man hat ein ganz bestimmtes Ziel, wo man hier hinsteuern will. Aber es kann, wie gesagt, sein, durch ganz bestimmte Umstände, durch ganz bestimmte Widrigkeiten, dass man hier auch von dem Kurs abkommen kann. Es ist sehr vielseitig auszulegen, der Hauptenergie hier. Ich bin gespannt, was mir die Karten darüber dann gleich im Detail verraten können. Die Zahl 7 könnte eine Zahl von größerer Bedeutung für euch sein, liebe Fische. Möglicherweise sowas wie die Glückszahl von euch oder etwas derartiges. Das wisst ihr natürlich selbst besser als ich. Mit dem Strom ist auf jeden Fall eure Hauptenergie. Liebes Schicksal, bitte gib mir weitere Einsicht in den Juli 2023, meiner Frische. Die 7 der Stäbe. Eine zweideutig zu deutende Karte ist hier die 7 der Stäbe gleich am Anfang. Sie kann für die Motivation stehen, für das Aufstehen und für das kämpfen, was man haben will, was man als Kampfeswert sozusagen erachtet. Es kann aber auch genau Gegenteiliges sein. Und dann ist das hier die Verteidigungshaltung. Dann ist das hier das Abwehren, sich zur Wehr setzen, das sich distanzieren oder etwas auf Distanz zu lassen. Ich kann mir hier beides tatsächlich noch vorstellen. Darüber möchte ich natürlich noch mehr erfahren. Wie geht es weiter? Der Hierophant. Der Hierophant hat häufig etwas mit Grundregeln, mit Gesetzen, Geboten zu tun. Leitsätze oder Leitsprüche könnten darin ebenso verkörpert sein, genauso wie eine gewisse Weltanschauung oder innere Einstellung, kann man sagen. Ich kann mir hier den Hierophanten auch als das große Ganze vorstellen, das heißt, einen Überblick zu haben, aber wenn, dann geht es hier um eure Gesamtsituation im Alltag, wo es einige Makel geben könnte, einige Ungereimtheiten oder Unannehmlichkeiten geben kann, denen man sich häufig versucht, aus dem Weg zu schaffen oder auf Distanz zu halten, diese zu umgehen oder sich vom Leib zu halten, kann man auch sagen. Aber ich glaube auch, dass viele von euch eine Herausforderung oder einen Kampf scheuen könnten. Bezug nehmen auf ein Thema, welches Sie innerlich wissen, müssen Sie angehen. Dieses vor sich hinschieben, wenn ihr versteht, was ich euch damit sagen möchte, das könnten einige von euch praktiziert haben in der Vergangenheit und sehen sich jetzt mit einer Situation konfrontiert, wo man sich jetzt einer Sache, einer Angelegenheit widmen muss, der man ja vielleicht bislang versucht hat, aus dem Weg zu gehen. Dieses Unerledigte oder dieses Übriggebliebene, das scheint mir jetzt vorrangig für viele von euch ein Thema zu sein, was ihr euch in den Fokus nimmt. Auch darüber möchte ich natürlich noch mehr
erfahren. Wie geht es weiter? Die 10, ja, das ist plausibel, nachvollziehbar und deutet auch tatsächlich nochmal auf etwas Derartiges hin. Die 10 der Stäbe, Schwerstarbeit, schwere Arbeit, oftmals körperliche Arbeit, muss aber natürlich nicht für jeden von euch so sein. Hier hat man alle Handvoll zu tun. Hier kommt man selbst auch an seine Belastungsgrenze in manchen Fällen. Hier stößt man an sein eigenes Limit. Manchmal wächst man hier auch über sich hinaus. Teilweise kann in den 10 der Stäben auch der Umstand dargestellt sein, dass man hier eine Art Brett vorm Kopf hat, dass man den weiteren Weg nicht erkennen kann. Eine Unabsehbarkeit kann man hier drin auch deuten. Aber auch die Karte möchte ich noch weiter klären, um dort detaillierter werden zu können. Wie geht das weiter? Der Tod. Transformation und Veränderung. Es ist tatsächlich so, hier mit dem Hierophanten und der Spiegelung, dass euch eine ganz bestimmte Situation, ein Umstand widerfährt oder eben sich ereignet, der euch dazu zwingt, euch mit Dingen auseinanderzusetzen, die ihr bislang als entweder unnütz angeschaut habt, als vielleicht nicht gewinnbringend, als vielleicht nebensächlich oder als etwas, dem ihr euch später widmen wolltet, anstatt gleich widmen wolltet. Natürlich ist das ein nachvollziehbares Vorgehen, liebe Fische, dass man sich mit manchen Angelegenheiten eben nicht sofort auseinandersetzen will, sondern sie vielleicht sogar aus Bequemlichkeitsgründen, auch das kann natürlich sein, muss aber nicht bei jedem zutreffen, vor sich hinschiebt. Lieber später als jetzt. Das war hier in einem gewissen Belangen die Devise. Ich meine aber, dass hier was ganz Bestimmtes passiert mit dem Tod und auf den Hierophanten hier geklärt, was Einfluss auf euren kompletten Alltag haben könnte, auch auf eure Zukunft vielleicht sogar haben kann. Und deswegen es auch notwendig ist, sich jetzt dieser Angelegenheit zu widmen, auch wenn man, wie gesagt, was Besseres vielleicht zu tun hätte. Der Tod generell Veränderung und Transformation auf den Hierophanten, wie auch schon gesagt, betrifft hier sehr, sehr vieles, also nicht nur eine Nische in eurem Leben, sondern ist allgemein unverlässlich. Wie geht es weiter? Die Kraft, Mut, Tapferkeit, Risikobereitschaft, teilweise auch der Optimismus oder die Positivität kann hier drin dargestellt sein. Die Kraft auf die 7 der Stäbe in der Spiegelung kann hier gut und gerne bedeuten, dass man hier aber auch erst einmal den Mut, die Tapferkeit, die Bereitschaft dafür aufwenden oder aufbringen muss, um sich eben einer ganz gewissen Angelegenheit zu stellen und sich damit auseinanderzusetzen. Klassisch Motivation könnte man hier entdecken, die erst einmal wirklich sich entwickeln muss, die bislang vielleicht Bezug nehmend auf dieses Thema, welches sich noch nicht konkret eingrenzen kann für euch, liebe Fische, aufbringen muss. Die Kraft weiterhin auch dieses über den eigenen Schatten springen, sich überwinden, auch das wäre hier ebenso noch denkbar. Auf jeden Fall soll es hier in einem Bereich weitergehen, in dem man bislang vielleicht noch nicht weitergehen wollte, in dem man vielleicht auch bislang kein Weiterkommen gesehen hat. Das kann ich mir auch vorstellen, aber aufgrund jene Ereignisse hier, die auf euch zukommen, und manche von euch könnten sogar merken, dass da was auf euch zukommt, liebe Fische, was euch jetzt dazu zwingen wird, dass man hier eben nicht mehr eine Sache umgehen kann, vielleicht auch nicht delegieren kann, vielleicht sich dieser nicht entziehen kann, sondern es gilt jetzt das zu tätigen, was, wie man so schön sagt, getan werden muss. Mit dem Wagen ist etwas sehr Deutliches tatsächlich damit auch dargestellt. Es ist das Weiterkommen, es ist das Fortschreiten, es ist der Progress. Und genau da haben sich eben viele von euch bislang noch nicht in Bewegung setzen wollen. Dort gelingt es euch aber weiterzukommen, weiterzumachen, beziehungsweise eben auch die ein oder anderen Durchbrüche, Erfolge oder Teilerfolge feiern zu können. Der Wagen im Outcome ist generell eine sehr positive Karte. Er deutet aber auch auf die Schnelligkeit hin. Das heißt, diese Veränderungen, die können sich zwar anbahnen, aber dann auch plötzlich passieren. Und wenn die dann da sind, dann, und ich habe es vorhin gesagt, diese Anpassungsfähigkeit, die könnte dann vom großen Nutzen sein. Fische generell, Wasserzeichen eigentlich sind sehr anpassungsfähig. Das kann euch hier zugutekommen. Natürlich muss das nicht für jeden von euch zutreffen. Das sind Charakteristiken, die bei vielen Menschen tatsächlich unterschiedlich vorhanden sein können. Eine Klärung zu den 7 der Stäben. Der Page der Stäbe.
Der Page der Stäbe, und tatsächlich kann ich mich euch hier in dieser Legung als den Pagen der Stäbe gut vorstellen. Charakteristisch gedeutet ist nämlich der Page der Stäbe tatsächlich so jemand, der sich eher dem Spaß als der Arbeit widmet. Und das möchte ich weder kritikhaft äußern, noch dass es irgendwie jetzt in den falschen Hals geraten soll. Aber wenn ihr die Wahl hattet bislang zwischen Feiern gehen oder Steuern machen, haben die meisten von euch sich für das Feiern entschieden, liebe Fische. Natürlich nachvollziehbarerweise, deswegen sage ich ja, es ist hier nicht kritikhaft und auch nicht böse gemeint. Aber dieses sich ständig einer Pflicht zu entziehen oder sich regelmäßig einem Umstand zu entziehen, von dem man vielleicht weiß, er muss getan werden, aber man hat ihn aufgeschoben, das könnte sich tatsächlich rächen, in dem Sinne, dass man, wenn man sich dieser Angelegenheit dann widmen muss, tatsächlich dann auch alles tun muss, allerhand voll zu tun hat, sich wirklich einbringen muss, sich Zeit nehmen muss, sich da reinfuchsen muss. Der Page der Stäbe nimmt manchmal etwas auf die leichte Schulter, ist manchmal etwas blauäugig, naiv, teilweise kindisch. Natürlich hat dieser Page der Stäbe auch grundpositive Eigenschaften, logischerweise. Es ist ein gnadenloser Optimist beispielsweise, das ist jemand, der stets ein Lächeln auf den Lippen hat. Ein Strahlemensch nenne ich ihn immer sehr, sehr gerne. Nicht faul unbedingt, aber wie auch schon vorhin gesagt, und ich glaube, das ist wirklich ein guter Vergleich, wenn man die Wahl hat zwischen Party machen und ja, irgendwelche Steuern machen, dann macht man Party, anstatt dass man sich der Steuererklärung widmet. Und bitte behandelt das natürlich als Beispiel und bezieht es auf eure persönliche Situation. Aber das etwas auf Distanz halten, was eine Pflicht darstellt, was etwas, was getan werden muss, darstellt, sieht man hier sehr deutlich. Eine Klärung zum Hierophanten. Der König der Schwerter. Der König der Schwerter ist eine Hofkarte im Luftzeichen. Das ist eine strategische Person, ein klassischer Kopfmensch. Das ist eine Art Mentor, möglicherweise für euch. Kann hier im übertragenen Sinne auch so etwas wie ein Lehrer sein, ein vielleicht sogar Vorgesetzter sein, aber das ist jemand, der euch wahrscheinlich stets belehrt, unterrichtet oder euch Ratschläge gibt. Ich sehe euch nicht unbedingt liebestechnischer Art und Weise involviert, das käme aber auch auf die Karten hier hinten und hier unten noch an, aber viele von euch könnten das, was euch hier dieser König der Schwerter rät, wozu er euch bewegen oder beflügeln möchte, teilweise als langweilig abstempeln, teilweise als nicht notwendig abstempeln. Ein Elternteil, was dem Kind sagt, es soll das Zimmer aufräumen und das Kind will lieber Computer spielen, als das Zimmer aufräumen. So ähnlich müsst ihr euch das vorstellen. Und wie gesagt, das ist weder kritikhaft noch böse gemeint. Es stellt für euch einen Umstand dar, den ihr wahrscheinlich schon länger aus dem Weg geht, obwohl dieser König der Schwerter euch vielleicht auch immer mal wieder dazu beflügeln oder motivieren wollte, sich dieser Angelegenheit jetzt doch zu widmen. König der Schwerter häufig eine klardenkende, weitblickende Person, jemand sehr Intelligentes für gewöhnlich. Das ist aber auch jemand, der klare Worte finden kann, bezugnehmend auf seine oder ihre Meinung, auf seine oder ihre Ansichtsweise. Wie es hier auch auf den Hierophanten geklärt ist, könnte das jemand sein, der vielleicht wirklich es besser weiß als so manch andere aufgrund seiner Kenntnisse, Fähigkeiten oder Fertigkeiten. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Dann will euch dieser Mensch wirklich belehren, aber nicht in einem negativen Sinne, sondern dann schon in einem eher hilfsbereiten Sinne. Hier will euch jemand davor bewahren, später größeren Problemen gegenüberzustehen. So könnte ich es auch formulieren. Ihr könntet, wie gesagt, es hier mit einem Freund, Freundin, Familienmitglied, wie auch immer, zu tun haben. Eine Klärung zu den Zehn der Stäben. Das sind die Zehn der Schwerter. Die Zehn der Schwerter ist eine doch schon sehr heavy, mentale, eher negative Energie. Wir haben hier die zwei Zehner in der Mitte und das sind die zwei Zehner, die eher negativer Natur sind. Die Zehn der Schwerter, da könnte man sich überfordert fühlen und das nicht nur körperlich so wie hier, sondern auch mental so wie hier dargestellt. Also dann, wenn hier diese ganz bestimmte Veränderung kommt, dann wenn sich die Dinge ändern, könnte man auch sagen. Man könnte auch sagen, dann wenn ihr auf Riff gelaufen seid, das wäre jetzt eine Metapher, die hier gut passen könnte, dann werdet ihr einen Berg an Arbeit vor euch haben, den es dann erst einmal gilt zu bewerkstelligen. Und so scheint mir auch eine Situation auf euch zuzukommen, wo ihr nicht nur körperlich, sondern auch eben mental allerhand voll zu tun habt, wo ihr euch
Angelegenheiten widmen müsstet, die sich vielleicht sogar bislang aufgestaut haben und jetzt nicht mehr einfach so mir nichts, dir nichts im Vorbeigehen erledigt werden können. Es scheint mir tatsächlich, dass jener Umstand hier dargestellt sein kann, vor dem euch dieser Mensch womöglich vorwarnen wollte. Das kann man natürlich auch so sehen. Aber bei diesen 10 der Schwertern, da kommt man sich etwas hilflos vor, da kommt man sich vielleicht sogar etwas übermüdet auch vor, teilweise vielleicht sogar unfair behandelt. Das kann ich mir auch in manchen Situationen vorstellen, ist natürlich auf die persönliche Situation zu beziehen und kommt auch ganz darauf an, was hier für Veränderungen per se anstehen. Bitte bedenkt, das ist ein allgemeines Reading. In solchen allgemeinen Angelegenheiten fällt es mir manchmal schwer, sehr spezifisch und detailliert zu werden. Da ist wahrscheinlich hierfür, sagen wir mal, 50 Leute von euch resoniert, aber nicht 50 Leute schieben hier ihre Steuererklärung auf, beispielsweise formuliert. Das kann für jeden Einzelnen natürlich etwas Differentes sein. Eine Klärung zum Tod. Die Hohepriesterin. Die Hohepriesterin ist eine klassische Fischkarte. Ihr seid darin dargestellt, liebe Fische. Die Hohepriesterin ist sehr feinfühlig, teilweise sensibel, manchmal übersensibel. Das ist jemand, der nahe am Wasser gebaut sein kann, dem schneller mal die Tränen kommen, der aber auch hier sehr sensitiv ist. Das heißt, wenn man sich mit derartigen Herausforderungen, derartigen Angelegenheiten, derartigen Arbeitsbergen, könnte ich sagen, konfrontiert fühlt, dann wird man sehr schnell entmutigt. Da fehlt einem die Kraft dann zum Durchhalten, es fehlt einem die Ausdauer, es fehlt einem der Überblick. Man lässt sich hier nicht nur entmutigen, sondern man könnte sich hier auch relativ schnell unterkriegen lassen, bezugnehmend auf das, was es jetzt zu erledigen gilt. Dieser König der Schwerter, der hier drauf spiegelt, könnte euch in der Form und Weise unter die Arme greifen. Das wäre die eine Variante. Es ist hier aber auch nochmals deutlich dargestellt, eben auch in der Spiegelung, dass dieser Mensch, weil er oder sie euch gut kennt und weil er oder sie einen gewissen Weitblick besitzt, euch genau vor einer derartigen Situation deswegen warnen wollte, weil er oder sie wusste, dass wenn ein ganz bestimmter Fall eintritt, so wie es hier dargestellt ist, viele von euch, auf gut Deutsch gesagt, zu krabbeln haben, zu kämpfen haben, viele von euch dann konfrontiert sind mit einer schier unlösbaren Herausforderung. Und diese Vorwarnungen, dieses Gutzureden, dieses Belehren, kann man natürlich auch sagen, scheint mir in der Vergangenheit womöglich auf taube Ohren gestoßen zu sein. Womöglich habt ihr da vielleicht sogar ein bisschen auf Durchzug geschaltet. Und wie auch schon gesagt, es ist weder kritikhaft noch böse gemeint. Es ist natürlich auch auf die persönliche Situation zu beziehen und es ist natürlich auch nachvollziehbar, dass wenn man sich auch schöneren, glücklicheren, freudebringenderen Angelegenheiten widmen kann, man das auch häufig natürlich tut. Die Retourkutsche, die folgt hier aber mit der Hohepriesterin auf den Tod, denn da ist sozusagen dann Stichtag. Bis dahin und nicht weiter kann man eine ganz bestimmte zu erledigende Angelegenheit hinauszögern. Und wenn dann hier sozusagen dieser Tag X oder dieser Stichtag gekommen ist, dann könnte man hier potenziell wirklich so metaphorisch vor einem Berg von Arbeit stehen, wo man im ersten Moment gar nicht weiß, okay, wo soll ich denn jetzt anfangen? Eine Klärung zur Kraft. Der Teufel. Jetzt wird das Ganze schon etwas intensiv hier und dieses zu krabbeln haben, das könnte jetzt sogar ein bisschen milde ausgedrückt sein. Der Ritter der Kelche ist hier im Outcome, Hufkarte im Wasserzeichen, kann ich sehr gut eure Energie darin vermuten und entdecken. Der Teufel auf die Kraft, das bedeutet über das Limit hinaus. Das bedeutet, sich selbst nicht nur bis zur Höchstleistung zu treiben, sondern auch mehr zu leisten, als man bislang gemeint hat, leisten zu können. Das ist das eine. Oder bislang imstande war zu leisten. Das ist das andere, kann so oder so sein. Der Teufel neben der Hohepriesterin, es ist hier definitiv eine Herausforderung, die euch bevorsteht. Etwas, was euch alles abverlangen könnte. Etwas, was definitiv vielen von euch aber auch eine Art Entwicklungsprozess aufzeigt. Das heißt, wenn ihr das hier schafft, wenn ihr das überwindet, wenn ihr durch diese Angelegenheit kommt und das siegreich und erfolgreich bewerkstelligt, was es hier zu bewerkstelligen gibt, dann werden hier viele von euch von dem Pagen der Stäbe, und ich habe ihn euch vorhin schon erklären wollen, manchmal ein bisschen leichtfertig, manchmal ein bisschen
kindisch, vielleicht sogar auch naiv, jemand, der vieles auf die leichte Schulter nimmt, die werden dann hier A, mehr und mehr fischtypisch wieder unterwegs sein. Das heißt, ihr seid hier in einer leicht veränderten Energie als jene, die typisch für euch wäre. Jene, die typisch für euch wäre, sehen wir aber hier hinten im Outcome auch wieder in Form des Zu-sich-Findens und in Form des Sich-Entwickels, sich ja vielleicht stärken, vielleicht stehlen, vielleicht wieder auf mehr besinnen, was einem eigentlich ausmacht. Durchbrüche, Fortschritt, Progress, Fortschritt im doppelten Sinne sieht man hier mit zwei Bewegungskarten. Das Outcome sieht hier sehr, sehr deutlich aus, dass ihr es schafft, diesen Berg an Arbeit zu erklimmen, metaphorisch gesprochen, nachdem man ihn, also diesen Berg an Arbeit, längere Zeit womöglich aus den Augen gelassen hat, absichtlich nicht sehen wollte oder beziehungsweise oder umgangen ist. Das kann man natürlich auch so sehen. Mit dem Strom. Ich stelle mir vor, dass diese Fee hier, die in diesem Papierschiffchen ist, mit dem Strom auf dem Meer einfach treibt vor sich hin. Natürlich ist da ein ganz bestimmtes Ziel vorhanden, auf das man zusteuert, aber hier in einem absehbaren Bereich könnte sich eine Art Eisberg tatsächlich befinden und diese Fee hier drin in dem Boot macht sich eher darum Gedanken, wie könnte sie diesen Eisberg umfahren, anstatt damit zu kollidieren. Und vor einer derartigen Kollision, wie auch schon vorhin gesagt, wollte euch ein ganz bestimmter Mensch warnen. Deswegen kann ich hier sagen, ihr seid hier nicht auf Riff gestoßen, sondern ihr werdet hier potenziell einen Eisberg rammen. So kann ich es anders metaphorisch ausdrücken und ich hoffe, ihr könnt meinen Metaphern auch folgen. Es ist hier ein sehr deutliches Reading, muss ich sagen, auch wenn ich es vielleicht nicht für jeden Einzelnen von euch natürlich spezifizieren kann, denke ich, dass im Resonanzfall viele von euch womöglich schon jetzt wissen, was da in Zukunft auf euch zukommt und womöglich dadurch auch die Motivation fassen können, sich lieber früher als später oder vielleicht sogar zu spät damit zu befassen. Eine Klärung zum Parschen der Stäbe. Der König der Stäbe. Der König der Stäbe ist tatsächlich gar nicht mal so verschieden wie der Page der Stäbe, obwohl es natürlich in der Hierarchie ein meilenweiter Unterschied hier ist. Der Page, ne, jung, kindisch, naiv, vielleicht sogar ein bisschen leichtgläubig. Der König der Stäbe, natürlich erwachsener, älter, standhafter, aber auch der König der Stäbe. Das ist jemand, der sich nur dann die Hände schmutzig macht, wenn es keine andere Möglichkeit mehr gibt. Diese Deutungsvariante, die ist hier sehr, sehr ähnlich, auf diese beiden charakteristischen Personen hier zu deuten. Und auch hier in der Spiegelung zu den Sieben der Stäben sieht man, dass man hier doch schon vielleicht sogar sehr kreativ versucht hat, etwas zu umgehen, versucht hat, etwas auf Distanz zu halten. Man hat sich hier rauswinden oder rausreden können eine Zeit lang vor einer bevorstehenden Verpflichtung möglicherweise. Und auch da ist der König der Stäbe ein Meister darin, muss ich mal sagen. Das ist jemand, der Ausreden verwenden kann, die stimmen kann oder nicht stimmen können. Meistens stimmen sie nicht tatsächlich, die aber auf plausible Art und Weise dann euch sozusagen das machen lassen, was ihr machen wollt und nicht das machen zu müssen, was man machen muss. Ich hoffe, ihr könnt mit dem Unterschied natürlich etwas anfangen. Eine Klärung zum König der Schwerter. Die Zehn der Schwerter. Das ist, diese Zehn der Schwerter, hier Zehn der Schwerter und der Tod, also diese Veränderung, dieser Tag X, dieses Ereignis, was hier stattfinden kann, das kann euch wirklich vor allem dann mental, weil ich jetzt hier eine doppelte Schwertkarte habe, sehr zusetzen. Vor allem auch, weil Sensibilität in der Hohepriesterin dargestellt ist. Und diese Intensität mit dem Teufel ist hier ebenso schon deutlich dargestellt. Also man hat hier womöglich sich lange Zeit vor etwas gewunden, was man vielleicht auch gar nicht erahnt hätte, dass es dann irgendwann doppelt auf einem zurückfällt. Es gibt da auch so eine Redewendung, die mir jetzt leider gerade nicht einfällt, aber dieses, wenn sich etwas aufstaut und am Anfang könnte man diese Kleinigkeiten erledigen, ohne größeren Aufwand, ohne größeren Kraftaufwand und ohne größeren Zeitaufwand. Aber diese Kleinigkeiten, die können sich türmen, die können sich häufen. Und wenn man dann aus einem kleinen Gletscher einen Eisberg macht, dann hat man natürlich sehr viel mehr zu kämpfen, als würde man diesen Gletscher umfahren müssen. Und ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Das ist hier
eine ganz typisch jemand, der in einem Haushalt wohnt und vielleicht gerade neu eingezogen ist. Nehmen wir mal wirklich eine jüngere Person, die sich jetzt mit 18, 19, 20 Jahren vom Elternhaus abgesetzt hat, selbst eine Wohnung gefunden hat und dort eigentlich den ganzen Tag entweder PlayStation spielt, sich mit Freunden irgendwie hier Party macht oder den ganzen Tag Netflix schaut oder was auch immer und sich nicht um den Haushalt kümmert. Dann ist es hier vielleicht das Spülmaschine aufräumen, was hinausgezögert wird. Und dann kommt vielleicht noch der Abwasch hinzu, dann kommt vielleicht noch der Müll rausbringen hinzu, dann kommt Staubsaugen hinzu, dann kommt Staubwedeln natürlich hinzu, es kommt Wäsche machen. Ich kann euch so viele Sachen aufzählen, denen man sich aber, weil man vielleicht schlicht und ergreifend keine Lust oder keine Zeit oder was Besseres zu tun hat in dem Moment, entziehen möchte. Und hier gibt es eine erwachsenere Person, eine belehrtere, eine vielleicht sogar weisere Person, die das schon hat kommen sehen und die euch davor warnen wollte und euch motivieren und anspornen wollte, doch gleich etwas zu tun. Und ja, vor dem Szenario, welches wir hier sehen, da wollte euch diese Person womöglich warnen. Im Rückblick betrachtet kann man das dann natürlich auch erkennen, aber in dem Moment, in dem dann sämtliche Aufgaben, sämtliche anstehenden Arbeiten aufgeschoben wurden, steht ihr hier in einer Wohnung, die schimmeln könnte, beispielsweise, wo man kaum noch einen Schritt nach den anderen setzen kann, ohne auf irgendwas draufzutreten, wo man irgendwas nicht mehr findet, was man in dem Moment gerne braucht, oder wo hier dann manche Gegenstände vielleicht sogar in Mitleidenschaft gezogen werden. Also ich denke, ihr könnt mit meinem Beispiel und behandelt es natürlich als Beispiel etwas anfangen. Es wird etwas so lange aufgeschoben, bevor dann dieser Berg droht, über einen tatsächlich hinabzustürzen. Und dann wird es möglicherweise sogar gefährlich, definitiv herausfordernd. Eine Klärung zu den 10 der Schwertern. Die Hohepriesterin. Also ich glaube tatsächlich, dass die Grundaussage dieses Readings schon getätigt wurde. Das passiert meistens, wenn sich beginnen, Karten zu wiederholen, wie 10 Schwerter und 10 Schwerter, wie Hohepriesterin und Hohepriesterin beispielsweise natürlich. Mit der Hohepriesterin auf 10 Schwerter ist es eine sehr ähnliche Energie wie hier und hier zu sehen. Es ist dieses Meinen, dem Stress nicht gewachsen zu sein, vielleicht auch unterzugehen unter dem Stress, unter jenen Veränderungen, unter jenen Entwicklungen dann. Wenn dieser Berg an Müll in dem Sinne, und bitte weiterhin natürlich als Beispiel behandelt, droht über einen hinabzustürzen. Vielleicht hat das Ganze, und das wäre ebenso denkbar, das käme jetzt noch auf die Karte hier an, aber das kann tatsächlich auch auf eure Gesundheit Auswirkungen haben, was da dann als eine Art Mammutaufgabe zu erledigen wäre. Und dann ist man natürlich oder wäre man natürlich froh gewesen, wenn man sich den Angelegenheiten doch schon etwas früher gewidmet hätte. Ich sehe hier zwar natürlich eine zwischenmenschliche Beziehung zwischen euch und einem ganz bestimmten Menschen, ich glaube aber nicht, dass das hier eine Art liebestechnisches Reading ist. Das kann ich mir bei manchen von euch natürlich vorstellen, wenn ihr hier partnerschaftlich involviert seid, kann das natürlich sein. Das ist natürlich auch dann auf die persönliche Situation zu beziehen. Aber Hohepriesterin auf 10 Schwerter, Hohepriesterin neben 10 Schwertern, zweimal sogar, mit den 10 Stäben, mit dem Teufel. Also das, was hier aufgeschoben wurde, ich kann verstehen, warum man so etwas aufschiebt, liebe Fische, aber man kann es nicht ewig aufschieben. Dieses, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen, ist hier eine Weisheit, die dieser Mensch besitzt, die manche von euch vielleicht noch nicht besessen haben bislang. Eine Art Leitsatz, und das ist natürlich ein Leitsatz, ne? Was du heute kannst besorgen, etc. Das sehen wir hier auch noch einmal sehr deutlich. Und derartige Leitsätze oder Weisheiten, die bewahren einem eben aus Erfahrung vor derartigen Problematiken, wie man sie hier hinten gut entdecken kann. Eine Klärung zur Hohepriesterin. Ja, okay, man sieht hier eine Lehre. Das ist schon mal sehr, sehr positiv. Die 5 der Schwerter, Selbstmanipulation bzw. Selbsthinterfragung ist hier dargestellt. Hier kann ich 2 Worte nennen. Eigentlich nur ein Wort nennen, liebe Fische, und dann wisst ihr wahrscheinlich, was hier zu deuten ist. Hätte, hätte, Punkt, Punkt, Punkt. Die 5 der Schwerter auf die 10 der Schwerter in der Spiegelung bedeuten, und auch hier in der Konjunktion bedeuten, dass man jetzt sich mit etwas konfrontiert fühlt, wo man im ersten Moment sofort weiß, okay, das hätte ich verhindern können, das hätte ich vielleicht sogar verhindern müssen.
Selbsthinterfragung, wie auch schon gesagt. Auch das ist nichts Schlimmes. Es ist sogar eher was Positives, muss ich sagen, weil es ist hier auf euch geklärt, es ist hier mit euch triggernd. Ihr werdet euch hier potenziell, auf gut Deutsch gesagt, selbst in den Arsch speisen, dass ihr auf diesen Menschen nicht gehört habt, um es mal ganz salopp auszudrücken. Das muss natürlich nicht für jeden von euch so resonieren, aber ihr werdet hier eine Lehre davon ziehen. Ihr werdet hier wahrscheinlich, und das hoffe ich, aus euren Fehlern lernen. Und das ist etwas, was ich mir von so vielen Menschen so viel öfters wünschen würde, dass sie das tun. Es ist ja nichts Verwerfliches, sich so zu verhalten. Es ist nichts Verwerfliches, Dinge aufzuschieben. Es ist nichts Verwerfliches, lieber Party zu machen als die Steuererklärung. Es ist völlig logisch. Jeder Mensch, mich natürlich eingeschlossen. Manchmal macht man eben die Dinge, worauf man eher Lust hat, als die Dinge, die eine Verpflichtung darstellen. Ganz, ganz klare Angelegenheit. Ich spreche jetzt auch nicht davon, dass man sofort dann die Spülmaschine ausräumen muss, wenn die durchgelaufen ist. Das will ich ja gar nicht anfangen. Aber ich denke, dass hier viele von euch eine Lehre ziehen, die euch dieser Mensch hier eigentlich auf die sanfte Tour beigebracht hätte. Die lernt man jetzt hier potenziell auf die harte Tour. Und ich denke, ihr wisst, was ich euch damit sagen möchte. Wichtig ist es, unterm Strich diese Lehre zu ziehen, um dann tatsächlich auch fortan es besser zu machen mit dem Strom. Hat hier auch etwas mit dem Entwickeln zu tun, mit dem Lernen und mit dem Verinnerlichen zu tun. Auch da ist natürlich ein Progress dargestellt, beispielsweise ein Erwachsenwerden könnte hier dargestellt sein. Ich glaube jetzt nicht, dass ihr Teenager seid, liebe Fische, aber ich denke, ihr wisst, was mit dem Weise werden, mit dem Erwachsenwerden, mit dem Dinge lernen und dann teilweise eben auch auf die harte Tour, wenn es nicht anders geht, gemeint ist. Eine Klärung zum Teufel. Der Page der Münzen. Der Page der Münzen ist eine Hofkarte im Erdzeichen. Das ist eine engagierte Person, eine sehr fleißige Person. Könnte das diese Einstellung von euch sein oder habt ihr hier einen Helfer? Ich glaube, ihr habt hier einen Helfer sogar. Weil ihr seid hier. Oh, ja, okay. Wir haben den Ruhm, den Sieg, den Erfolg in Form der Sechs der Stäbe. Wir haben hier einen doppelten Erfolg tatsächlich. Also diese Herausforderung, so wie es hier wie eine Art Eisberg eigentlich vor euch stehen könnte, mache ich mir gar keine Gedanken, dass ihr auch diese Herausforderung überwinden werdet. Ihr werdet hier zwar wirklich zu knabbern haben, um es auf gut Deutsch zu sagen, ihr werdet hier womöglich einer großen Herausforderung euch gegenüberstellen müssen, euch dagegen vielleicht wappnen können, das Ganze vielleicht auch schon ahnen können, dass da vieles bevorsteht, wie auch schon vorhin gesagt, vor allem als Hohepriesterin wäre das nicht abwegig, dass man da so ein Gefühl verspürt. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl. Das könnten sicherlich viele von euch zu dem Zeitpunkt hier wahrscheinlich sagen. Bezug nehmend auf etwas ganz Bestimmtes, was ich hier, wie gesagt, nicht weiter eingrenzen kann. Ich glaube, dass ihr hier einen Helfer habt, liebe Fische. Ich glaube, dass ihr hier euch jemand zur Seite steht, euch unterstützt, euch wahrscheinlich nicht nur Ratschläge gibt, sondern auch mit anpackt, um es auf gut Deutsch zu sagen. Wir sehen hier in der Spiegelung eine bezogene Person auf euch. Das kann ein Freund, Freundin sein, Familienmitglied sein, Arbeitskollege sein, jemand, der euch hilft. Jemand, der womöglich euch auch anspornen oder motivieren muss. Das sagt mir jetzt hier die Spiegelung auf die Kraft, ne? Mut, Tapferkeit, Zähne zusammenbeißen, Abhärtung. Aber auch hier auf den Teufel seid ihr um Unterstützung definitiv froh, liebe Fische, weil das alleine zu bewerkstelligen, das würde Richtung Unmöglichkeit gehen. Und ihr kennt wahrscheinlich einen meiner Leitsätze, unmöglich ist schon mal gar nichts. Aber 10 Schwerter, 10 Schwerter, 10 Stäbe, 5 Schwerter, das ist schon eine größere Herausforderung. Also was es da genau für euch zu erledigen gilt, das wisst ihr natürlich selbst nur, das kann ich euch anhand eines allgemeinen Readings natürlich nicht verpauschalisieren, aber dieser Page der Münzen, der hat hier nicht Mitleid mit euch wahrscheinlich, aber das ist jemand, den ihr entweder sogar um Hilfe bitten könnt, jemand, der aber wahrscheinlich sogar auch von alleine aus helfen würde. Und um eine derartige Person kann man in einer derartigen Situation auf jeden Fall froh sein. Ich weiß nicht, ob ihr auf diese Person unbedingt angewiesen seid. Aber ich sehe hier den Erfolg, ich sehe hier den Sieg davontragen, ich sehe hier Progress, ich sehe hier ein Weiterkommen und ich sehe hier vor allem auch eine Entwicklung oder eine Art Verinnerlichung einer Lehre, die viele von euch dadurch haben schon vielleicht sogar schon vorher ziehen sollen. Jetzt spätestens müssen sie sie ziehen. Und mit derartigen Konfrontationen, schicksalshaften Konfrontationen, wie auch hier mit dem Tod vielleicht sogar,
Dinge, die sich langsam aber sicher anbahnen und dann irgendwann sind sie da plötzlich. Und dann steht man eben vor diesem Berg voller Arbeit. Ich möchte mir diese drei Karten natürlich jetzt auch im weiterführenden Reading genauer anschauen. Hoffe auch hierüber noch etwas mehr Einblicke gewährleisten zu können, noch mehr Details zu nennen, beziehungsweise dann natürlich auch potenzielle Prognosen anstellen zu können, wie das Ganze weitergeht. Und solltet ihr euch in einem derartigen Szenario wiederentdecken können, solltet ihr in einer derartigen Energie stecken, vielleicht auch schon seit einer längeren Zeitspanne, kurz gesagt, resoniert dieses Reading mit euch? Könnt ihr euch natürlich gerne das weiterführende Reading ansehen. In der Infobox unten der erste Link direkt würde euch dorthin führen. Es ist natürlich kein Muss, diesem Angebot nachzugehen. Ich wünsche euch unabhängig von diesem Reading einen schönen Juli. Bleibt vor allem gesund und stabil, liebe Fische. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns wiedersehen. Und bis dahin, macht es gut.